Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir endlich angefangen, mal die Grundmauern unseres Crafting-Raums zu, beziehungsweise unseres Crafting-Hauses zu legen. Und da wurden wir unterbrochen. Vom Folgenende natürlich, nicht von dem Angriff hier, vom Folgenende. Jetzt sind wir wieder da. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wir hauen die hier mal weg, würde ich sagen. Ich würde auch vorschlagen, wir ziehen euch mal alle hier nach vorne. Genau das habe ich nämlich vermutet, dass es jetzt auch jeden Moment losgeht. So, kommt alle ran. Wir haben keine Zeit. Wir müssen hier Dinge schaffen, Freunde. Wir müssen hier Dinge schaffen. Da kommen sie angepäst, ey. Wahnsinn. Gucken, ob das was wird. Sollte aber. Es sieht mir auch fast so aus, als wäre tatsächlich, als hätten wir da noch einen weiteren kleinen positiven Effekt. Durch die Tore da hinten. Kann das sein? Weil ich glaube, die Reichweite, genau, die Reichweite geht nämlich von den Pumpen genau bis dahin und die können dann nicht von hier irgendwie schießen, sondern die müssen immer ein Stückchen reinlaufen, die Brutmuttern, die da angewatschelt kommen. Ja, genau davon spreche ich. Ah, weil die eine da, die eine wird irgendwie nicht betäubt. Ja, funktioniert aber im Großen und Ganzen ganz gut, ne? Hier greifen wieder. Ein paar müssen halt einfach immer angreifen, ne? Aus welchem Grund auch immer. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht sollten wir die hier mal wegnehmen. Die Hautborken. Schneiden wir die einfach mal weg. So. Was ist das hier? Wieso ist hier noch so ein, hier ist noch so ein Lebensbalken? Das gibt es da wohl nicht. So, Einberufung aufheben. Wer schnibbelt hier wen auseinander? Du nimmst mal die eine von mir aus. Okay. Du nimmst die. Achso, warte mal. Wir müssen da. So, jetzt. Du nimmst bitte die restlichen fünf. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Kurz mal räuspern. Ja, ja, sieht gut aus. Zemente scheint ganz gut damit klarzukommen. Wie viel gebt ihr eigentlich? Fünf nur, ist ja lächerlich. Becher mich weg. So, super. Fleisch wird auch sofort mitgenommen. Sehr, sehr gut. So, dann gucken wir mal. Wollen wir hier... Wie wollen wir das denn hier am schicksten machen? Da müssen wir mal gucken. Kleinen Moment hier mal eben. So, ein wichtiger Anruf, wo ich mal eben rangehen musste. Da sind wir wieder. Also, jetzt können wir fröhlich weiterbauen. Ratzfatz, schnibbeliwab. Ständig werde ich in letzter Zeit hier unterbrochen. Das ist wirklich schlimm. Naja, wie auch immer. So, jetzt können wir hier schön weiterbauen. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Bauen wir aus Stein, bauen wir aus Holz. Ich denke, wir werden weiterhin aus Holz bauen. Ja, wir werden einfach... Wobei, werden wir vielleicht... Welche Möglichkeiten haben wir denn? Wir haben einige Möglichkeiten. Wir könnten natürlich auch mal aus Stein bauen, ne? Und ein Holzdach drauf. Komm, wir bauen einfach mal aus Stein, einfach um hier mal was anderes zu haben. Damit wir hier dann mal im Crafting-Raum ein leicht anderes Feeling hier haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier... Wir könnten auch draußen noch ein kleines Lager schaffen, ne? Hier in diese Richtung, würde ich sagen. Bleiben wir da auch mal bei Stein? So, reicht vielleicht so. Ja, wir schauen einfach mal, wie wir das machen. Wir bleiben erstmal so und dann gucken wir mal weiter. So, Türen müssen auch hier rein, natürlich. Natürlich müssen hier Türen auch rein. Steht hier, natürlich. So, Tür kommt in die Mitte. Vielleicht auch nicht.
Tür kommt jetzt aber in die Mitte. Und hier hinten noch. Und theoretisch können wir auch hier in die Mitte noch. Wollen wir auch noch eine Tür? Nee. Zwei Türen reichen. Zwei Türen reichen voll. Kommen. So, dann müssen wir noch ein Dach drüber zimmern. Oder ich muss einmal kurz... Hier noch eine Tür schließen, die ständig auf uns zuklatscht. Mensch, Leute, diese Unterbrechungen, wirklich, das ist, also, es tut mir sehr leid, entschuldigt bitte. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wir zimmern hier jetzt einmal noch ein Holzdach drüber, würde ich sagen. Wir müssen überlegen, welches. Hier haben wir jetzt überall Steindächer, da würde ich doch einfach mal vorschlagen, wir zimmern da einfach mal ein Holzdach drüber. Und zwar, nehmen wir das Dunkle, nehmen wir das, aus Latten. Oder das hier aus... Ich denke, wir nehmen das andere. Das gefällt mir irgendwie besser. Altmetall. Nee, Altmetall ist eher nix, ne? Oh, große Xenoflora-Fäule. Mulchrohr hier einmal weg. Mal gucken, ob wir es von alleine machen oder ob ich da wieder jemanden direkt zuweisen muss. Vielleicht auch das Dach hier. Könnten wir natürlich auch machen, ne? Nee, hier müssen wir eindeutig... Nee, müssen wir doch nicht. Melody macht. Melody hat sich tatsächlich direkt drum gekümmert, wie es aussieht. Vier. Ah, jetzt will sie schlafen gehen. Schneid mal hier schnell noch weg. Wunderbar. Traumhaft. Traumhaft. Gut. So. Hier wird fröhlich gebaut. Jetzt müsst du. Die Dachentscheidung muss gefällt werden, ne? Und eigentlich ist es irgendwie auch vollkommen egal. Aber auf. Warte mal, wir haben auch. Moment, ich habe die Ziegeldächer, habe ich noch nie gesehen. Die müssen wir uns angucken. Wir haben keine Steine mehr. Scheiße. brennen. Ziegel. 100. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal Steine sammeln gehen. Mal gucken, wo wir die am besten herbekommen. Hier hinten werden wir Bäume fällen. Das ist gut. Seid ihr auch jetzt mittlerweile so schnell ausgeschlafen, alle? Was ist da los bei euch? Ihr seid immer so schnell durch mit allem. Mit Schlafen, mit Erholung und. So, wir brauchen Steine. Hier haben wir natürlich jede Menge. Ich glaube, das stört auch nicht wirklich, wenn wir die hier wegnehmen, ne? Ich denke, das sieht trotzdem noch gut aus. Sie hat halt trotzdem hier ein sehr steiniges Flair. So, wo nehmen wir denn jetzt? Hier hinten. Hier können wir noch Steine wegnehmen. Felsbrocken, Felsen. So, alles einmal weg. Und dann könnte es eventuell sogar schon sein, dass das ausreicht. Schauen wir mal. Samantha baut jetzt erstmal. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie das Ziegeldach aussieht. Vielleicht sieht es ja sogar sehr gut aus. Ich meine, wenn wir diesen Fortschritt haben, dann können wir den Fortschritt auch nutzen. Wobei ich der Meinung bin, dass wir hier in dieser Staffel tatsächlich so ein bisschen so bleiben sollten. Also nicht irgendwie Beton oder was weiß ich irgendwie. Was weiß ich was. Ich meine, die Zäune könnten wir eventuell irgendwann nochmal ein bisschen verbessern. Da müssen wir mal sehen. Auf der anderen Seite, wir könnten natürlich auch irgendwann uns dann verabschieden von diesem Planeten. Aber solange, wie in jeder anderen Staffel auch, solange ich noch etwas sehe für uns, was wir Schönes machen können, werden wir definitiv noch nicht die Staffel beenden. Sprich, wir werden den Planeten noch nicht verlassen. Kohlenstoffböden können wir jetzt hier nochmal jeweils... Na gut, das war irgendwie doof, drei anzusetzen, aber naja, was soll's? Warte mal, so. Zwei wollte ich eigentlich nur ansetzen. Dann können wir nämlich jeweils noch einen weiteren Laser dort platzieren. Einen Energieraum bräuchten wir ja auch noch, ne? Kommt mir gerade. Den könnten wir hier hinten hinstellen, den könnten wir aber auch woanders hinstellen. Tja,
überlegen wir uns mal noch. Das überlegen wir uns mal noch. Das können wir auch vielleicht hier noch anbauen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt der ganze Kladderadatsch, kommt er erstmal weg hier. Die kleinen Hütchen. Und hier hinter, würde ich sagen, kann er tatsächlich weiter Solar- und Windkraft. Kann hier weiter gebaut werden. Das passt, glaube ich, ganz gut dann. So, ich bin gespannt, wer sich jetzt hier um die Felsen kümmert. Eigentlich haben wir ja, hier haben wir ein Abbauen, da haben wir ein Abbauen. Jack Davies, Melody. Ihr beide. Aber ihr habt eben auch jede Menge anderes zu tun und Schneiden vor allem kommt zuerst. Und jetzt haben wir natürlich da hinten ein paar Bäume, die gefällt werden wollen. Ja, aber das machen wir erstmal, weil wir brauchen ja auch jede Menge Holz. 367 haben wir. Wobei, so viel Holz brauchen wir gar nicht, kommt mir gerade, ne? Jetzt, wo wir hier das Ganze aus Stein bauen, benötigen wir den ganzen Kladderadatsch ja gar nicht. Könnten wir eigentlich auch die wilden Bäume da... Nee, wir nehmen sie mal mit. Wir nehmen die Bäume mal mit. Besser ist. Und dann als nächstes würde ich sagen, wir bauen dann, wenn wir hier unseren Crafting-Raum und so, wenn wir den eingerichtet haben, wenn wir das hier alles rüber geschafft haben, auch die ganzen Regale und so weiter und so fort. Was ist denn hier? Steht denn hier alles drin? Was ist das? Bier? Jede Menge Bier. So, wo seid ihr denn? Ah, hinten im Wald habt ihr euch versteckt. Boah, die sind echt gut getan, ne? Das ist wie so ein Suchbild. Auch so Kinderbüchern. Ich weiß noch, früher als Kind hatte ich immer so Bücher. Da waren so Bilder von so einer Urwaldszene oder sowas. Und dann musste ich immer die ganzen, oder dann konnte man immer die ganzen, ich musste nicht, aber ich wollte immer die ganzen Tiere finden. Die waren immer alle so gut versteckt. So, Rita ist da auf den Feldern unterwegs. Vanessa kümmert sich weiterhin um die Tiere. Das funktioniert jetzt, das ist schön. Und jetzt müssten wir, glaube ich, einmal kurz euch alle hier nach vorne holen. So, Samantha hier hin. Ziehen wir euch mal schön nah an die Zäune ran. Damit ihr auch gut schießen könnt. Und da geht der Angriff auch schon los. Wunderbar. Wieder ein bisschen Insektenfleisch, was wir mitnehmen können. Wir haben 970, okay, um die 1000, das ist ganz gut. Viel mehr will ich da auch nicht haben, weil wir haben eben momentan noch wenig Platz, was gekühlt angeht. Ah, das ist ziemlich voll. Wie sieht's aus mit den Melonen? Es werden immer mehr, 362 haben wir mittlerweile, aber ich hätte jetzt mittlerweile schon mit an die 1000 gerechnet. Die sind's dann doch nicht. So, los geht's. Unsere Laser arbeiten wunderbar mit. Wir sind bei minus 84, auch wenn die Anlage an ist, die Abwehranlage. Da kommen noch ein paar vorbei. Brauchen ein bisschen länger. Das ist wirklich wie eine Mutti, ne? Eine Mutti hier, die irgendwie... Jetzt greift ihr wirklich da noch die Zäune an? Ist ja wohl nicht euer Ernst, ey. Mann, dieser Anfänger. Und ich wüsste gerne, wieso sie... Vielleicht liegt es an den Pflanzen, die... Nee. Wobei, hier sind überall so Pflanzen so direkt daneben, ne? Vielleicht liegt es doch daran. Müssen wir mal testen. So, Einberufung aufheben. Brutmütter Samantha.
5, Rita eine. Ja. Vielleicht liegt es an diesen Pflanzen, dass sie da ab und zu mal angreifen. Vielleicht auch nicht. Aber Mensch, wir haben gar kein Tor hier rein, ne? Da werden wir uns doch nochmal eben kurz hier ein Türchen hinbauen. Ist zwar jetzt eigentlich... Was ist das hier? Tote Hautburg habe ich auch noch nicht gesehen. Wieder was Neues gesehen. Was Neues entdeckt. Schön. So, 72 Mal Metall haben wir noch. Wieder einmal. Es ist unfassbar, wie das Metall hier mal... Ich weiß immer gar nicht wofür, ehrlich gesagt. Aber ist natürlich klar, weil sie nutzen natürlich ständig Metall zum Reparieren. Sie nutzen Metall hier für die Waffen. Der 3D-Drucker braucht ständig Metall und so weiter und so fort. Da wird, ich glaube, Metall verbrauchen wir mehr als alles andere. So im konstanten Verbrauch. Wenn wir irgendwas bauen, klar, dann sind es immer andere Sachen. Aber Metall wird einfach die ganze Zeit verbraucht. Ununterbrochen. Und irgendwas machen wir aus dem Leder, aus dem Pflanzenleder. Das finde ich echt interessant, aber das ist gut. Haben wir überhaupt noch Hautborken irgendwo? Pflanzenleder, Hautborke haben wir noch da, aber haben wir noch ein Feld irgendwo für Hautborke? Nee, ne? Sieht mir jetzt nicht so aus. So, hier mal checken. Wir sind noch immer bei Ton. Das scheint zu funktionieren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das erst dann zu Sand wird, wenn einmal geerntet wurde. Also wir müssen, denke ich mal, auf die nächste Ernte warten, um dann wirklich bestätigen zu können, dass es funktioniert, hier dieses Abwechselnde, dass dann der Boden für immer und ewig Ton bleibt, gut bleibt, wertvoll bleibt für die Kristalle. Wollen wir noch einen Laser? Ich denke, wir wollen noch einen Laser. Setzen uns hier einen hin. Setzen uns da einen hin. Nicht genügend Stauraum für... Aha, jetzt geht's hier nämlich los. Mit dem Thema. Jetzt ist hier voll. Das ist schlecht. Da müssen wir uns also irgendwas überlegen. Was können wir denn da? Die Fleischsuppe wird hier gekocht. Metall. Rosrotes Fleisch nehmen wir mal hier raus. Getrocknetes Fleisch kannst du von mir das machen. Ich glaube, wir haben aber gar kein getrocknetes Fleisch. So, hier ist noch mal nichts frei. Vielleicht ist es jetzt doch ein bisschen zu viel Insektenfleisch, was wir da mitgenommen haben. Wir kopieren uns aber noch einmal hier. Nicht genügend. Ach so. Dafür brauchen wir das Blatt auch. Ah, okay. Ja, wir kopieren uns hier einfach nochmal, stellen nochmal ein paar hin. Zwei Fässer. Verbrauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Hier hat sich auch irgendjemand erschreckt, während er gearbeitet hat, ne? Dann lassen die mal alles fallen. Plötzlich. Einen weiteren Gefrierschrank will ich ehrlich gesagt aber nicht bauen. Schwierige Entscheidung, was jetzt am besten tun. Geht natürlich einiges verloren. 1333 mal Getreide haben wir aktuell, das ist sehr gut. Glitzerkappen haben wir allerdings mal wieder recht wenig, ne? Glitzerkappen sind es weiterhin seltsamerweise sehr wenig. Da müssen wir uns eventuell nochmal was überlegen, dass wir da nochmal ein bisschen ausgleichen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir unseren Kühlraum hier fertig haben. Und den machen wir dann, wenn das Ganze hier rüber gezogen ist, in unser neues Crafting-Haus. So, was macht Jack? Jack rennt mit Metall irgendwo hin. Achso, stimmt, hier steht ja auch noch ein Ofen. Den hatte ich komplett vergessen. Schön. Den hatte ich komplett vergessen. So, Samantha baut hier weiter. Ist doch schön, wie die Tierchen hier rumflitzen.
Ja, und Futter haben wir definitiv auch genug. Ich glaube, hier können wir... Ja doch, warte mal, wie sieht's hier aus? 150 mal süßer Sirup. Ich weiß gar nicht, fressen sie... Ah, die fressen scheinbar den süßen Sirup lieber, ne? Sieht mir danach aus, als würden sie immer erst zum süßen Sirup latschen und da dann fressen. Wir werden da mal immer wechseln einfach, immer mal ab und zu. Wir werden jetzt hier den süßen Sirup auch rausnehmen. Wir bekommen jetzt nur noch Heu, bis wir schön runter sind. 1,6000 haben wir da, das ist halt wirklich viel, ne? Ich glaube, hier können wir sogar... Das Feldchen hier können wir, glaube ich, sogar wegnehmen, ne? Wir entfernen mal das Feld. Das wird trotzdem reichen. Durch dieses Feld hier wird das locker reichen. Hoffe ich. Ich hoffe es. Warte mal, Stoff? Ach so, ich wollte gerade sagen, wofür brauchst du denn Stoff? Aber doch, das leuchtet ein. So, haben denn jetzt alle hier, du hast eins, du hast eins, du hast eins, du hast keins, du hast eins, du hast eins, du hast auch eins. Heißt, wir können Vivien, wenn sie aufgewacht ist, können wir auch nochmal eben eins verpassen. Links, rechts. Geben wir Vivien da noch eine Portion Notfallration, beziehungsweise Überlebenskit. Samantha geht schlafen. Wie sieht's bei dir aus? Entspannung fehlt dir. Die kannst du dir aber morgen früh wieder abholen. Ansonsten, Melody ist natürlich häufiger unterwegs, ne? Vanessa ist auch nicht so gut drauf. Also, Melody werden wir mal noch einen mehr verpassen. Du kannst mal bitte ein bisschen kochen. Wunderbar, wenn du sonst nicht weißt, was du zu tun hast. Kannst du auch immer Haferbrei kochen, Jack. Und Vivien spendieren wir nun ein Überlebenskit. So. Samantha geht's wohl sehr gut. Ja, der geht's einfach wunderbar. Weiß sie denn nach der Entspannungsphase, was sie tun soll? Ja. Das ist halt wichtig, dass alle immer noch was zu tun haben. Aber ich glaube, hier gibt es sowieso kein Problem. Wir haben da hinten noch jede Menge Stein, der weggeholzt werden will. Weggeholzt. Stein, der weggeholzt werden will. Müssen wir mal schauen, ob da demnächst mal jemand rangeht an den Stein. Denn den brauchen wir natürlich. Aber ich denke, über den Winter wird hier wieder nicht so viel auf den Feldern zu tun sein. Dann werden wir dazu kommen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön für eure Zeit, Likes und vielen Dank auch für die Kommentare. Ich lese sie alle. Ich kommentiere auch auf sehr viele. Ich reagiere auch auf sehr viele. Insofern bin ich da immer sehr dankbar. Auch für irgendwelche Tipps oder so. Oder auch einfach irgendwas. Ihr könnt irgendwas drunter schreiben. Ihr wisst ja, YouTube sagt, je mehr Leute drunter schreiben, desto besser scheint das Video zu sein. Also wird dieses Video auch mehr Leuten vorgeschlagen, ne? Ich danke euch für diese Unterstützung auf diesem Wege und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen oder zu welcher Tageszeit auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.